So, meine Freunde, und willkommen zu New Super Luigi U. Wir befinden uns hier vor der letzten Schlacht, wie im letzten Part. Und es ist nicht ganz einfach, aber wir werden sie wieder hinkriegen, denke ich mal. Also, wenn wir nicht, wer dann? Und ja, wir gucken einfach mal, ne? Das wird bestimmt jetzt ein bisschen chilliger wie vorher. Vorher war so alles ganz spontan und der Zero, der weiß jetzt, was er tut. Der ist aufgewacht von seinem tiefen Schlaf, der Aufnahmepause. Meine Blume ist weg. Danke, Spiel. Sehr nett. Egal, dafür kriegen wir jetzt den hier. Wenn nicht, dann ärgere ich mich. Danke, die haben wir wenigstens. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Darüber bin ich mächtig stolz. Wow, schon wieder? Ist okay, Alter. Du brauchst, chill mal kurz dein Leben, okay? Dann kannst du mich nochmal... Wow, nein! Wie habe ich das gemacht? Das war ja wohl Betrug. Die spawnt über mir. Leute. Da muss er sich schon mal sein Klein auspacken, wa? Badum, ja, richtig lustig. So, die letzte Schlacht. Ja, es wird auf jeden Fall die letzte Schlacht. Jetzt. Warum kam da keine... Ah, die war weiter weg, ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Also, ich verstehe das schon. Zur Not nehmen wir den Mopsy. Wenn wir es bei den nächsten zwei Versuchen nicht schaffen, nehme ich Mopsy. Einfach aus random Gründen. Warum nicht? Ihr habt auch keinen Bock, hier die ganze Zeit Zero and Fail zuzusehen, oder? Habt ihr da Bock drauf? Für zukünftige LPs muss ich das wissen, meine Freunde. Deswegen, falls irgendwie Kritik da ist, oder... Kritik, oder... ja, irgendwas, was euch nicht gefällt, dann müsst ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Deswegen, dann cutte ich das raus, oder... Lass es drinne oder mach total lame oder weiß was ich irgendwas werde ich da schon machen dann. Deswegen, also schreibt einfach in die Kommentare, dazu sind sie da, damit ich hier meine Arbeit verbessern kann. Aber solche Sachen wie du Scheiße, sowas braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Das höre ich oft genug in den Kommentaren, deswegen. Ich habe zum Beispiel so einen ganz lustigen Abonnenten, der hat einen ganz tollen Namen, der heißt irgendwie Lass mich in Ruhe spacken. Ja, geil. Machen wir den ja kurz kaputt hier, den hier. Den hier. Nein, nicht den! Ja, freu dich, den Keks, Alter. Wie soll man den jetzt holen, Alter? Ohne Witz, wie geht das denn? So, komm mal her. Jetzt. Oh ne, schade. Nein! Ja, du sollst den hier kaputt. Okay, das habe ich selber gemacht. Oh, strange! Richtig brutal. Wo bin ich? Ach da, okay. Jetzt komm her. Und. Jetzt! No! Verdammt, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht. Ich komme nie wieder darauf, ey. Nie wieder. Ich weiß nicht warum. Nein, er war über mir. Täuscht das so. Woher soll ich das denn sehen, Alter? Denkst du, ich hab eine Brille? Ich probier's mal mit dem Mopsy. Ohne Witz, Leute. Das geht jetzt mir gerade ein bisschen zu weit. Ja, ich habe jetzt gerade den. Gar keinen Bock mehr. Jetzt kommt der dicke, hässliche Mopsy. Oh, ist so süß, oder? Voll der Hase. Voll der knuffige Hase. Blub, 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 blub. Der kann egal, der kann alles. Und ich sag, man kann er bestimmt auch holen, irgendwie ganz brutal. Cool. Ha! Guck, der kann alles, der Hase. Das ist der Skill-Hase. Der kann wirklich alles. Guckt. Ne, okay, das kann er jetzt nicht. Das war jetzt. Das ist. Ne. Ne. Sag nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich hätte auch so vorbeikommen können. Who needs this fucking Hase jetzt? Ich nicht. Ja, jetzt geh runter hier, schneller, schneller. Und springen! Ja! Ja, guck, ich wurde kein... Wurde ich einmal getroffen? Dann zählt's als Luigi noch. Aber jetzt können wir ganz... Moment, ich kann Leben einsacken. Gib mir das Leben! Deswegen, jetzt kriegen wir am Ende, glaube ich, ein Leben. Jetzt wird Mopsy von Peach geküsst! Das ist... Legendär. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So. Peach, komm her, ich warte auf dich schnell, der Hase. Aua. Okay, der Hase, der wurde getroffen vom Feuerball. Ist nicht gestorben, weil er ein krasser Motherfucker ist. Und der Motherfucker, der jumpt hier einfach so vorbei, weil er kann. Der kann alles. Sie guckt euch mal an, der ist voll putzig und süß und hat einen Weihnachtsmann-Rucksack dabei. Kann ich auch so rüberspringen? Ja. Komm her. Komm her. Okay, gib dir eine Chance. Way! Das ist irgendwie voll lame mit dem, ne? Das ist richtig lame mit dem. Ja, komm her jetzt, Alter.
Ja, okay, Leute, das Spiel ist vorbei. Ja, wenigstens der Bowser-Fight. Aber ihr wartet ja eh nur auf, ne? Das Spektakuläre. Warum ich jetzt den Stift in der Hand habe, keine Ahnung. Da war beim Wii U-Ding da drin. Kann ich schon irgendwas malen. Picasso-Style. Geht jetzt aber nicht. Geht jetzt aber nicht. It's Silence! So, jetzt geht's weiter. Sagt ihr jetzt Luigi oder Mopse? Mopse! Wo ist er denn? Jetzt sagt die gar nichts. Was soll das denn? Du musst doch hier deine Retter hier begrüßen, ey, oder willst du ihn gar nicht haben? Am Ende ist sie schon weg, ey, ne? Die alte Kachba, die, ey. Komm runter da, du Taugenix. Jawohl, danke. Und jetzt. Boop! Und boop! Und, ey! Miese Fail, miese Falle hier. So, und jetzt. Acro Boost! Boop! Wunderbar. Voll getroffen. Und so. Habe ich Timer gestellt? Nein, habe ich nicht. Okay, aber ist egal. Mopsi kann ja so überrollt werden vom Viech. Voll auf dem Hintern, aber nur fast. Guck mal, da sieht man seine Augen sogar so ein bisschen rausgucken. Bäm, Preschler. Ah, chillig. Ja, so ist auf jeden Fall leichter. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und der Bowser Fight finde ich jetzt nicht so schön. Ich fand den anderen besser. Also den bei New Super Mario Bros. Wii, genau, so hieß das Ding. Was vielleicht hier nachkommen wird, oder erst ein Retro-Theme und dann New Super Mario Bros. Wii, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen, Alter, wie ich Bock hab, vielleicht kommt auch erst Mario Kart. Wii als LP so ein bisschen, so alle Cups, vielleicht mal online mit euch. Ich wollte eh alle online, das ist mir klar, aber... Weiß ich nicht, mal gucken, ne, es steht alles offen hier im LP-Universum des... Le Zelos. So, und jetzt bring. Oh, ja, komm. Attention, Silence! Genau, brüll dir die Seele aus dem Leib. Das Wetter. Meteoritnagel. Okay. Okay. Aber irgendwie trifft es mich nicht. Drei Wetterdaft. Die Frisur bleibt unberührt. Sie bleibt einfach. Ja, sie bleibt einfach. Weil sie cool ist. Die Frisur ist einfach cool. So, und das war's jetzt mit dir. Wait. Mann, ey, mobbst du mich jetzt oder was? Das geht nicht, ich bin Mopsi, ich muss dich mobben. Okay, oder ein Mopsen oder whatever. Okay, wie machen wir das? Wir können ja auch nicht keine Bombe schnappen. Was willst du machen? Und hoch. Baby, bye bye, bis bald. Au revoir. Hier, guck der. Kann ich auch, ich bin so ein richtiger... Schauspieler, ich sollte Schauspieler werden, ne? Ich bin der nächste Leonardo DiCaprio. Ne? Kann er sein. Ja, vielleicht sehen wir uns ja in 10 Jahren auf der Leinwand wieder. Aber vorerst sind wir hier noch bei unserem wunderbaren schwitzigen LP, ne? Das ist nicht Spitze, das ist Schwitze, das ist richtig bah! Da fliegen die Schweißperlen von der Stirn. Naja, so krass ist es jetzt auch nicht. Also, ich dramatisiere das so ein bisschen. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich denke, wie so ein Hund, ey, der hier hechelt im Sommer bei 50 Grad, ey. Oh, guck mal, was sagt sie jetzt? Wo ist jetzt? Thank you. Ja, willst du mich verarschen, ey? Du mobbst ja den Fight gemacht und jetzt kommst du an und sagst dir den Kuss ein, oder was? Ja, da ist Mopsi. Oh. Habt ihr ihn gesehen? Hinter der Treppe wird sich versteckt. Er hat sich die BHs von Peach geklaut. If you know what I mean. So, atomare Strahlung ist davon geblasen. Geblasen. Und ja, die Koopa-Brüder hauen jetzt alle ab. Das ist wunderbar. Und Bowser nimmt sie noch ein bisschen auch mit. Den wollen wir gar nicht hier haben. Nimmt ihn mal mit da. Der ist dick, hässlich und macht nur Ärger. Oh, irgendwie, oh, ist das Putzi. Oh, ist der Putzi, wie er darauf klettert. Oha. Ich hoffe, die können das noch aushalten hier, ne? No. Not really. Jetzt fliegen sie auf eine Kloschüssel weg. Na, das sieht chilly aus. Wie so ein großer Drache. Oh, ich dachte, Putzi. Das ist echt Putzi. Ich finde sowas voll süß, ey. Also süß in Anführungsstrichen, ne? Ich finde sowas echt geil. Chillig. Ja, ist chillig. Unsere Helden da, kein Mario ist irgendwie. Und da oben ist unser Mopsi, das ist eh der geilste ever. Vielleicht ist das ja Mario versteckt. Versteckt, verkleidet. Who knows? Deswegen, meine Freunde, aber wir haben jetzt, glaube ich, alles da. Coins auch.
Und ja, achso, Credits und sowas laufen jetzt erstmal. Dies, das, Ananas. Und ja, ich kann meine Meinung zum Spiel so ein bisschen abgeben. Münzen sammeln nicht ein, ich springe nur wie eine Ballerina bekloppt rum. Okay, meine Meinung, ich gucke dazu sogar in die Cam. Auge in Auge, ne? Augenkontakt. Nein, so extrem will ich das nicht haben, ne? Ihr denkt ja noch, ich bin irgendwie crazy oder was. It's crazy. Und so, meine Freunde, wie bewerte ich diesen DLC für 20 Euro? Gibt's ja auch in einem Monat, glaube ich. Oder gibt's jetzt schon seit einem Monat? Oder whatever, ich weiß es gar nicht. Im Laden zu kaufen für 30 oder sowas? Pff. Ich sag mal, wenn man New Super Mario gespielt hat und sich das für 20 kauft, ist es optimal. Braucht man nicht außer Haus gehen, weil Leute, die, keine Ahnung, Angst vor der Außenwelt haben, können sich das dann downloaden. Obwohl, die brauchen eine Nintendo eShop-Card. Die müsst ihr euch beim Mediamarkt kaufen. Also, ihr müsst doch irgendwie raus. Oder ich beschere euch die online oder bei eBay den Code oder. War egal, auf jeden Fall. Sehr schöner DLC, Level waren gut. Die Easter Eggs waren geil mit Luigi. Easter Eggs, das zeigt nochmal so ein bisschen mehr. Suchsachen, das einzige ist, was so ein bisschen. Ich fand's geil, auf und mehr rüber gemeckert haben wir in die 100 Sekunden. Die bauen so ein bisschen Stress auf und Stress im Videospiel, weiß nicht, ob das gut ist, aber ich find's eigentlich gechillt, weil alles in meinem Leben läuft um Stress. Meine Aufnahmen laufen um Stress, meine Thumbnails laufen um Stress, meine Arbeit ist nur Stress und. Ich kann mit Stress gut umgehen, sagen wir mal so. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm. Aber ist auch ist was Neues gewesen. Deswegen mit Easter Eggs, das war geil. Mit den 100 Sekunden war teilweise ganz gut, teilweise ein bisschen nervig. Weil er auch mal zweimal spielen musste. Wegen Star Coins und sowas. Das war ein bisschen scheiße jetzt, aber von der Schwierigkeit her war es optimal, fand ich jetzt für mich. Ordentlich gefailt, so wie es sein muss, ey. Aber mach LP muss man so ein bisschen failen, ey. Es muss Spaß machen. Und ich finde so ein LP, wenn man sich das anguckt, ist von jemandem, der sagt: Jo, geil, Alter, ich hab 10 Parts gemacht und zu Ende, Digga. Was da los, lang? Warum klatsche ich mein Mikrofon um? Scheiße. Keine Ahnung, finde ich nicht geil, deswegen. Und ich hoffe, ich habt euch trotzdem irgendwie unterhalten. Es kommt natürlich noch die Star World da, wo, keine Ahnung, Parts in Überlänge gibt. Keine Ahnung, aber ich wäre nicht so lang wie Herr der Ringe, Freunde. Also eine 3-Stunden-Part, sowas wäre es nicht geben. Dafür bin ich viel zu geldgeil. Nein, ich bin überhaupt nicht geldgeil. Das ist auf keinen Fall. Kann ich auch welche nehmen? Nee, kann ich nicht. Ich kann gar keinen nehmen. Lasst euch nicht hängen. Nee, Leute, das wird aber schon irgendwie laufen. Deswegen, DLC könnt ihr euch ruhig holen. Deswegen, viele Leute, die es jetzt irgendwie holen wollen, holen nicht. Whatever, aber müsst ihr wissen, deswegen. Also. Ja, was soll ich sonst sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Hier, Credits sind voll langweilig. Ich kann doch nicht off-topic hier was labern jetzt. Okay, Baum. Stein. Helene Bisson. Robert Heiret. Ne, das ist auch nicht lustig. Was kann ich denn vorlesen? Ich google jetzt Flachwitze. Lauter Randness. Oho, ich habe hier noch eine Facebook-Mitteilung zum Aktualisieren. Wer hat mir... Aha. Diejenigen Nachnamen eingeben. Tim hat mein Foto kommentiert. Nein, Leute, das ist natürlich Spaß. Jetzt Handys aus. Jetzt? Nee, keine Ahnung. Ja, DLC war gut. Aber. Was soll ich sagen? Wie ist das hier voll affig jetzt? Wie viele haben denn an diesem DLC mitgemacht? Yuki Tatsuya. Tatsuyi. Die ganzen Japaner, ey. Wenn ich mich drehe, dann drehen sich die Buchstaben. Das ist geil. Das ist geil, das Emek. Das ist chillig. Yoshida, der hat bestimmt Yoshi gemacht, ey. keine Ahnung, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder nach den Credits, weil ich habe absolut keine Ahnung, was ich sagen soll. Professionalität for the win! Whoop! Willst du mich verarschen? Jetzt sind die oben! Nein! Entweder ich cutte jetzt oder ich bleib hier liegen. Ja, okay, ich cutte nicht. Hey, herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Hey Leute, bei Spiel beendet, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und nein, so natürlich noch nicht. Dein Speicherstand wurde einen Stern hinzugefügt. Eine Röhre bringt dich jetzt zu einer geheimen Insel, die total langweilig ist und da, wo eh keiner hingeht. Und The Star World ist freigeschaltet. Ja, mein Freund, das Übel-Elend geht los. Wir werden noch ein Level heute machen gleich. Da gleich machen, weil ich weiß nicht, wie lange der Part ist, weil ich zwischendurch mal was zu trinken holen bin und... Weiß ich nicht, ey. Und jetzt... Alle Welten sind spielbar. Nice, oder? Ich find's sehr nice. Was ist jetzt noch? Du hast alle Level inklusive Spieler gestellt, wo wir deinen zweiten Stern verlieren. Hey. Was krieg ich noch? Du hast alle Stämme mit dem Peach rausgeholt. Yay.
Alter, wie habe ich denn gerade creepy geguckt, ey? Ich habe ja so die Kamera vor mir geklappt, damit ich sehe, ob ich mich richtig zum Affen mache oder ob es nur so teilweise ist, ne? Wo ist denn hier Star Boulevard? Da. Deswegen, und ich habe gerade so geguckt, wie so ein richtiger Geist, ey. So ein brauner Geist, ey. Das sieht man, jetzt sieht man überhaupt nicht, dass ich braun bin, ne? Jetzt! Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt. Sexy Chocolate. Oh yeah! So! Knochenbahn im Blumenmeer. Star Boulevard 1. So, das wird jetzt ein sehr lustiges Level, hoffe ich mal. Hier können wir noch den Mario auswählen. Warum, weiß ich nicht. Für die Leute, die keinen Skill besitzen. Pff, dazu gehören wir zum Glück nicht. Denn wir haben einiges auf dem Kasten, ne? Und wow! Wir haben einiges auf dem Kasten. Ne, wir haben eigentlich gar nichts drauf, ne? Oh Mann! Ich bin irgendwie viel zu leise, meine Audio. Ich muss ein bisschen rumbrüllen! Nein, muss ich nicht. Also, das ist jetzt doch schon sehr anspruchslos. Ich habe den Secret Luigi aber schon gesehen. Finde ich sehr nice, dass es ihn in der Star World auch gibt. Ich wurde vorgewarnt, ich kenne die Level zwar nicht, aber ich wurde vorgewarnt auf ein gewisses Feuerlevel! Wow! Was geht mit euch denn hier, aber seid ihr bekloppt, ey? Seid ihr bekloppt? Okay, welchen nehme ich? Ich nehme alle. Achso, ich fahre alle gleich mit, okay? Stimmt, die in der Mitte. Weil die goldene Mitte ist immer das goldene Richtige. Okay, wo kommt die erste Starcoin? Die kommt bestimmt nicht hier oben, ne? Die kommt weg unten! Hinter ihr, ja, in der Mitte! Und da wieder eine ganz unten, das Level beendet oder was? Puh? Really? Ja, das war ja echt popeleicht, ey. Ich sag, das haben wir auf dem Kasten hier. Das andere war nur so ein... Mir fällt kein Wort ein. Anfänger, dies, das, Ananas. Wie lange drehen wir jetzt? 6 Minuten? Das könnte reichen, aber ich weiß ja nicht. Wir machen noch eins. P-Schalter Panik. Deswegen, das ist wahrscheinlich so, dass wie bei dem Mario-Dings das, da kommt man ja, was geht mit euch ab? Okay, da muss man die ganze Zeit auf Knöpfe drücken, damit es weitergeht. Das war auch sehr, sehr, oh Gott, no, Hose. Okay, das ist krass. Und mein Controller hier bewegt sich. Okay, das sieht anspruchsvoll aus. Gerade das Richtige für mich, also, ne, ihr wisst ja. Wir nehmen jetzt keinen Pilz, weil da können wir das so durch rushen. Glaube ich einfach mal. Deswegen, das ist, glaube ich, viel geiler, wenn wir das so durch rushen können. Okay, ja, wie soll man die denn holen? Wie soll ich die denn schnell rechtzeitig holen? Oh, ach so, der wird von den Eisenviechern da irgendwie aktiviert, das ist sehr schön. Ich brauche den ja nie aktivieren dann, ne, da spare ich mir ja richtig Zeit dabei. Ja. Reichte! Wow! Nein! Chillig, ey. Scheiße, Alter. Aber ich kann sogar sozusagen Boxenstopp machen, wenn ich nicht ganz so schnell umgelegt werde. Das ist schon mal gut, ey. Also, das ist schon mal... Oh, das Level ist geil. Das gefällt mir. Es hat einen gewissen Flair. Der Flair, der mir gefällt. Dieses dramatische Schnelle. Ich bin ja so ein schneller Jump'n'Run-Spieler, der einfach nur durchrasen will, auf Deutsch. Ja, da... Die Hupf. Ne. Die hole ich auch alle aufs Spiel, Leute. Das geht ja gar nicht klar. So, hier, guckt. Zack, der aktiviert den selber. Ha! Und jetzt habe ich so viel Zeit über, ne? Oh, ne, der aktiviert sich trotzdem. Dammit! Deswegen, das ist echt leicht jetzt, oder? Okay, hier bin ich gestorben letztens, ne? Deswegen, das war nicht ganz so geil. Sprungbrett auf Doom. Okay. Was ist jetzt passiert jetzt? Yo! Oh! Alter! Batman! Oh, da ist irgendwas runtergefallen. Ich habe mir vielleicht die Hose gemacht. Und da ist ein Kügelchen runtergefallen, wollte ich gerade sagen. Kügelchen, was ist denn das gewesen? Ah, mein Handy. Oh, habt ihr das Knacken gehört? Das waren meine Gelenke. Ich bin alt. Oh Gott. Ah, ich bin alt und der Part ist lang. Deswegen haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Zero. Nachrichtensprecher Nummer 1.